Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute eine total coole Verpackung für euch und die basteln wir jetzt gleich zusammen. Und zwar, das ist so eine sogenannte Side-Close-Box. Ich habe hier zwei verschiedene Varianten. Die eine macht sich so auf, also die machen sich beide so auf, aber die eine hat hier so einen Einschub und ist hier offen. Das war meine erste Kreation sozusagen, da habe ich ziemlich viel rumgetüftelt. Und die, wo wir heute machen, das ist meine zweite Version, die macht man auch so auf. Die ist aber hier geschlossen und die ist noch ein kleines bisschen stabiler. Und die ist doch eigentlich ganz hübsch, oder? Was sagt ihr? Genau. Und ihr habt die schon mal gesehen, ich lege die mal auf die Seite. Ich habe euch die gezeigt, als ich euch meine Swaps vom Onstage gezeigt habe. Da habe ich euch diese Side-Close-Box gezeigt und habe gesagt, die muss ich unbedingt nachwerkeln, weil ich die so cool finde. Die habe ich damals bekommen von der Bettina Himmler. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja total cool, wie macht man denn die? Und habe jetzt da ewig rumgetüftelt, bis ich es jetzt so weit hatte, dass ich die euch zeigen kann. Ich habe es auch ein bisschen von der Größe verändert. Und das war eben die Box, die sie uns geschenkt hat. Swaps sind so Tauschprojekte bei dem großen Demonstratorentreffen und da war eben dieser Swap dabei. Wenn es mal nicht läuft, dann streut Glitzer drauf und Glitzer war drinnen. Das fand ich total süß und genau, wie gesagt, dann habe ich ein bisschen rumprobiert und habe euch jetzt diese Box nachgebastelt und zeige euch jetzt, wie das funktioniert, weil ich das total cool finde und vorher auch noch nie gesehen habe. Okay, los geht's. Und dann starten wir mit dem, was ihr alles braucht. Also es ist so, in meinen Videos wird es jetzt was Neues geben und zwar habe ich ja mir Gedanken gemacht, wie ich meine Bearbeitungszeit von meinen Videos ein bisschen reduzieren kann, weil ich brauche für ein normales Video schon ziemlich viel Bearbeitungszeit. Und um das zu reduzieren, habe ich mir gedacht, ich blende euch die Bestellnummern nicht mehr ein, so wie es bis jetzt war, sondern ich zeige euch die. Und da habe ich mir alles, was ich habe, an Material beschriftet mit den Bestellnummern und kann euch die dann in die Kamera halten, damit ihr die Bestellnummern habt, wenn ihr das braucht. Also wir brauchen einmal Farbkarton Pergament Florale Träume heißt es, hier oben wäre die Bestellnummer, Farbkarton in Malorot und Farbkarton in Flüsterweiß. Das ist alles, was wir an Papier brauchen und wie gesagt, wenn ihr die Bestellnummern braucht, könnt ihr einfach auf Pause klicken und euch die abschreiben und ansonsten basteln wir ganz normal weiter. Und genauso ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Standsformen oder so zeige, ich halte euch das einfach kurz in die Kamera, wenn ihr das braucht, dann macht ihr euch einfach eine Pause. Drückt einfach kurz auf Pause und könnt euch das abschreiben und ansonsten läuft das alles so ein bisschen nebenher. Ich möchte das nicht so aufdringlich machen, dass ich sage, das ist die Bestellnummer zu dem und dem, sondern ich halte es euch einfach rein, ihr seht es dann und wenn ihr es braucht, könnt ihr es abschreiben und wenn nicht, dann übersieht es einfach. Okay, und jetzt starten wir los. Ich freue mich schon total, weil ich finde, die Verpackung ist super. Und ich nehme jetzt eben, wie gesagt, diese Reststücke und das Flüsterweiß können wir noch kurz auf die Seite legen. Wir fangen an mit dem DIN A4 Papier in Merlot-Rot. Und ich brauche einen Papierschneider. Und jetzt schneide ich mir mein Papier erstmal zu. Ich habe ja auf der einen Seite immer 21 cm bei einem DIN A4 Papier. Das lassen wir so. Und die lange Seite, die kürzen wir uns noch ein bisschen ein. Und zwar bei 22,5 cm. Damit ihr dann ein komplettes Papier habt in 22,5 x 21 cm. Und die 22,5 Seite, die lassen wir gleich oben liegen im Papierschneider und wir falzen uns das Ganze jetzt. Also, Falzklinge nicht verwechseln. Und zwar hier drüben lege ich mir das jetzt an bei 1,5 cm. Falz mir das einmal. Ich drehe mir das jetzt einmal so rum, dass meine Falzlinie auf der linken Seite liegt. Und falze mir das Ganze dann bei 10,5 cm. Hier anlegen bei 10,5, einmal falzen. Bei 12 cm. Und bei 21 cm. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt nehme ich die kurze Seite, also die 21 cm Seite, und lege mir das nochmal an und falze mir das. Wieder hier drüben bei 1,5 cm. Ich mache das immer auf dieser Seite, weil ich da mehr Anlagefläche habe. Dann wird die Falz immer schön gerade. Ich drehe mir das jetzt einmal so rum, dass die Falzseite wieder auf der linken Seite liegt. Falz mir das nochmal bei 1,5 cm hier.
Und jetzt lege ich mir das an bei 10,5 cm hier oben. Und jetzt schneide ich. Ich schneide jetzt erstmal von oben runter, dann seht ihr das. Also ich würde jetzt normalerweise von unten nach oben schneiden. Ich lege euch mal den Papierschneider ein kleines bisschen weiter nach oben, damit ihr das unterste Papier seht. Also ich habe hier unten meine Schneideklinge und ich schneide mir jetzt hier angelegt oben bei 10,5 bis zu meiner ersten Falzlinie hoch. Das heißt, wenn ihr das genau von den Zahlen haben wollt, von 22,5 schneide ich hoch bis 12 cm. Also bis zu meiner ersten Falzlinienkreuzung. Und das andere schneide ich jetzt von oben nach unten bis zu meiner ersten Falzlinienüberkreuzung. Also eigentlich ist es ja die zweite, weil wir haben ja hier unten und hier oben eine kleine. Bis zur zweiten Falzlinienüberkreuzung. Aber ja, nicht das ganze Papier durchschneiden. Ihr seht es jetzt gleich. 10,5 lege ich mir an. Und jetzt schneide ich mir einfach von, also hier 10,5 anlegen und dann runterschneiden bis zu 10,5. Ihr habt da immer so eine kleine Nase. Ich zoome euch da mal ganz kurz hin, dass ihr das genau seht. Und ich schneide eben nur bis 10,5. Und so sieht das Ganze dann aus. Okay, zoome ich euch wieder raus. Und das ist jetzt meine ganze Box. So sieht die aus. Als nächstes nehme ich mir den Papierfalter und falze mir erstmal alle meine ganzen Falzlinien einmal anständig nach. Und jetzt lege ich mir das so hin, dass meine Schnittkante hier so in der Mitte waagrecht ist. Und jetzt habe ich quasi hier meine zwei Boxen, die ich nur noch richtig zusammenkleben und zuschneiden muss. Und dann funktioniert schon das ganze System von dieser Box. Was wir uns jetzt wegschneiden müssen, ist Folgendes. Ich schneide mir einmal hier oben diesen ganzen oberen Bereich weg. Ich habe hier eine Schablone für euch gemacht in Gelb, da sieht man es besser, was ich alles wegschneide. Also einmal hier oben den ganzen, hier den ganzen. Hier unten die beiden kleinen Vierecke und dann schneide ich mir noch hier und hier das Papier ein und da kommen dann nachher unsere Eingriffe rein. Also ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. So ist quasi die Schablone zum Schneiden. Also starten wir mal nach oben. Auf der anderen Seite auch. Dann schneide ich mir oben gleich mal hier meine kleine Klebelasche ein. Und dann meine untere Klebelasche genauso. Und dann nur noch diese kleinen beiden Vierecke hier unten. Einmal auf der rechten Seite. Und einmal auf der linken Seite. Theoretisch könnte man die auch dran lassen, aber dann hat man so eine dicke Box. Das macht man nicht. So. Okay, und jetzt geht's ans Stanzen. Bevor wir jetzt kleben, mache ich mir hier oben noch diese Eingriffe hin, weil man dann nachher nicht mehr ganz so gut hinkommt. Und dazu nehme ich mir jetzt die 1,5-Inch-Kreisstanze, dass ich es richtig sage. Und markiere mir vorher aber noch den Punkt, wo ich es ungefähr stanzen möchte. Also ich lege mir einfach ein Geodreieck hin in meine beiden inneren Falzlinienbereiche sozusagen. Nimm mir einen Bleistift, lege mir das jetzt bei 4,5 und 4,5 an und markiere mir einfach mal die Mitte auf beiden Seiten. Vielleicht mache ich das ein bisschen weiter oben. Ich hoffe, ich stelle es anständig scharf. Und dann habe ich mir schon vor langer Zeit in der Mitte ungefähr mal den Punkt reingemacht, damit ich das so ein bisschen sehe. Und auch hier, ich habe mir das schon öfter gemacht, dass ich mir da eine Eingriffstasche ausgestanzt habe. Und deswegen habe ich mir das so angezeichnet, wie mir das ganz gut gefällt. Also hier ist die Mitte und hier ist die Mitte. Und ein bisschen weiter drüber habe ich mir quasi diese Eingriffs-
Punkte hingemacht. Ich hoffe, ihr seht die einigermaßen. Und da stanze ich mir das, also ich halte mir das jetzt so in der Mitte. Leg mir das ungefähr so an, dass mir das ganz gut gefällt dazu. Das ist jetzt nicht absolut perfekt und total gleichschändlich, aber das ist ganz in Ordnung so. Okay, und jetzt können wir schon zusammenkleben, unsere Zauberbox. Da benutze ich jetzt einfach den Flüssigkleber. Und als erstes klebe ich jetzt mal das untere Teil zusammen. Da klappe ich mir die Klebelasche so ein und mache mir da ein bisschen Kleber drauf. Und dann auf eine von diesen beiden längeren Laschen mache ich auch noch Kleber. Und dann klebe ich mir zuerst diese kleine Innenlasche auf diese mit dem Kleber drauf. Und dann noch die andere Außenlasche oben drüber. So sieht das Ganze dann aus. Am besten tut man sich, finde ich, am leichtesten. Voilà. Ist wieder auseinandergegangen. Am leichtesten tut man sich das, wenn man das dann so hinlegt und einfach nochmal mit dem Papierfalter hier innen reinkommt und dann nochmal das Ganze glatt streicht, dass sich das schön aneinander kleben kann. Und dann erwischt man auch diese ganz, ganz kleine Lasche da hinten, dass die dann auch gut klebt. Genau, so sieht es dann aus. So, und jetzt seht ihr, ich habe jetzt hier eine schöne gebogene Kante und hier hinten ist quasi das Rückteil von meiner Klebelasche. Und jetzt klebe ich mir diese beiden Teile auch so zusammen, dass dieser schöne Teil vor diesem schönen Teil ist. Das heißt, ich klappe mir die eine unten hin, mache da auf diese Fläche Kleber drauf und klebe mir einfach die andere Klebelasche drüber. Und auch hier mache ich so, dass ich mir das wieder kurz hinlege und ein bisschen andrücke. Und mit dem Papierfalter nochmal innen reingehe, so innen rein, damit sich das schön zusammenklebt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und eigentlich, wenn ihr euch das genau andersrum zusammenklebt, habt ihr vorne dann auch eine schöne Klebekante. Also ich wollte es jetzt eigentlich genau andersrum machen, aber jetzt macht nichts. Also wahrscheinlich fällt es gar keinem auf, außer mir, aber ihr könnt es dann richtig machen. Ihr könnt dann quasi genau die Kanten andersrum kleben, damit ihr die schönen Kanten auf der Öffnungsseite habt. Aber es ist gar nicht so schlimm. Sowas passiert, gell? Okay, aber so schaut die Box jetzt aus. Und jetzt klebe ich mir nur noch das Oberteil an. Da kann ich jetzt auch nicht wirklich was beachten, außer dass das dann die letzte wird. Das heißt, ich mache zuerst hier den Kleber drauf und dann ein bisschen auf diese Seite. Das ist wieder der Vorführeffekt, total typisch. Und klebe mir das dann so zusammen. Da gehe ich auch wieder innen rein. Und klebe mir das Ganze schön fest. Okidoki. Und jetzt kann ich meine Box einfach so verschließen. Und habe hier eine stabile untere Box, wo einiges reinpasst und eine coole obere Box. Und damit man hier diese Lasche hinbekommt, kann man sich einfach hier draufkleben. Da nehme ich mir jetzt einfach noch ein Geschenkband, das ich eben noch habe, jetzt in Safrangelb ist das jetzt von der Farbe her. Aber ihr nehmt einfach, was ihr findet oder was ihr zu Hause habt. Und da klebe ich mir jetzt hier oben die Lasche drauf. Und das mache ich jetzt mit einem Abreißklebeband, weil das einfach stabil sein muss. Das heißt, ich klebe mir da jetzt zuerst mal das Band zusammen, indem dass ich eine Seite anklebe. Abreiß diese Folie wegmache, mir das Ganze so als Schlaufe lege. Genau. Und dann klebe ich einfach auf die Unterseite noch mal ein kleines Stück Abreißklebeband. Da muss man immer nur diese Folie ein bisschen wegfriemeln. Das
geht normalerweise total gut, aber an so einem Band, da hat man nicht so viel Stabilität. Jetzt. Also ich lege mir die Box einmal geschlossen hin, klappe sie mir dann nach außen und klebe sie mir hier auf diese Oberseite. Und dann kann man die einfach so an dem Band aufmachen. Super, oder? Also unsere Grundbox ist schon fertig und dann können wir schon loslegen an die Deko. Für die Deko habe ich mir jetzt rausgesucht einmal die raffiniert bestickten Rahmen. Und zwar habe ich mir da, ich glaube, das ist das fünftgrößte, 5 größte aus der ganzen Verpackung rausgenommen. Und von den schönen Schatten diese wunderschönen Blüten. Die beiden habe ich mir jetzt mal rausgenommen und die stanze ich mir jetzt aus. Das Etikett mache ich in Flüsterweiß. Und dieses Blütenmotiv oder Blättermotiv, das mache ich auf diesem tollen grünen floralen Pergamentpapier. Also das ist ein bisschen dünner und feiner, das Papier, und das finde ich total schön. Und dann schneide ich mir das einmal aus. Was total schön ist an diesem bestickten Rahmen, ist hier, dass ihr innen und außen verwenden könntet. Also ihr könnt euch natürlich auch solche Karten machen, die zum Beispiel so eine Dimension haben. Ich habe euch da mal eine 3D-Karte aufgenommen, die kann ich euch jetzt mal hier oben verlinken. Da sieht man, wie man mit beiden arbeiten kann. Und dieses Blättermotiv, das sieht jetzt so aus. So, damit ihr das auch seht. Das muss ich mir noch ausschneiden. Mache ich einfach mit der Schere und da lasse ich euch jetzt Musik laufen. Ich lasse da so ein bisschen Rand und wenn man da genau hinschaut, ich habe gar nicht das ganze Element verwendet, sondern ich habe mir das ein bisschen zugeschnitten und das seht ihr jetzt gleich, wenn ich damit fertig bin. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe mir das hier aus Versehen auseinandergeschnitten. Das macht nichts, das verstecken wir nachher richtig gut. Aber ich habe eben nur diese 3 Blüten von diesem ganzen Motiv verwendet. Okay. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich mir einen Streifen von diesem safrangelben Pergamentpapier runtergeschnitten habe. Der hat das Maß 2,5 cm. Und da stanze ich jetzt einfach mit der Fähnchenstanze mir ein Fähnchen aus. Genau. Und den kürze ich mir jetzt ungefähr so zu, wie groß die Box eben ist. Und dann geht's schon ans Stempeln. Und zum Stempeln benutze ich jetzt die Farbe Merlot-Rot und grüner Apfel. Und als Stempelset habe ich mir jetzt den Magnoliengruß rausgenommen. Der besteht ja eigentlich aus 2 Stempelsets. Und da gibt es das für dich und das Danke und die Blüte. Und das habe ich einfach alles verwendet. Das finde ich total schön. Und ich mache jetzt auf die Karte, also wir haben hier das für dich. Und ich mache jetzt aber das Danke drauf. So als kleines Mitbringsel, so eine Box ist auf jeden Fall immer schön. Und dann kann man da ruhig mal ein Danke drauf schreiben. Ich habe auch noch mal ein Reststück aus diesem safrangelben Papier genommen und benutze jetzt die Stanze Dauerblüher und mit der stanze ich mir jetzt eine Blüte aus. Und dafür stanze ich mir die Blüte jetzt 3-mal aus. Schauen wir mal, ob das da alles drauf passt. Ist der Papier nicht locker. Und die würde ich mir jetzt vorher, bevor ich anfange mit Stempel zusammenkleben, dass ich das dann ein bisschen arrangieren kann, wo ich meine Blüte oder mein Blatt draufstempeln. Und dazu nehme ich mir erstmal meinen Kalkmarker, Kreidemarker heißt der, und ich habe das Stempelset dazu nicht. Es gibt ein Stempelset dazu, wo diese Blüte zum Aufstempeln ist, das habe ich aber nicht und deswegen mache ich jetzt mal was anderes und zwar
male ich mir quasi meine Blüte so an, wie mir das gefällt und wie ich denke, dass das in diesem Stempelset sein könnte oder einfach wie mir die Blüte gefallen würde. Und ich fand es ganz cool mit dem Kreidemarker, das ist mal was anderes. Und ich mache es jetzt auch so, dass ich mir nur zwei Blüten damit ausmale. Das muss auch gar nicht so richtig perfekt sein oder so, sondern einfach so ein bisschen künstlerisch drauflos. Und ihr seht, ich habe das einmal auf einem Tonpapier gemacht und einmal auf diesem Pergamentpapier. Und hier habe ich es mit ein bisschen weniger Verzierung gemacht. Also das kann man natürlich dann so gestalten, wie einem das gefällt. Das ist auch mal eine ganz coole andere Idee. Und dann nehme ich mir den Papierfalter nochmal her und falze mir die Blüten einmal so nach oben, dass sie einfach ein bisschen Dimension bekommen. Eine Blüte, wie gesagt, lasse ich so. Dass es dann einfach ein bisschen unterschiedlich aussieht und dann klebe ich mir das so zusammen, dass die drei eben so übereinander sind. Und das mache ich jetzt einfach mit den Mini-Klebepunkten. Da mache ich jetzt einen hier unten drauf. Und noch einen oben drüber. Einfach so ein bisschen versetzt und dann hat man hier eine richtig schöne Blüte. Und was ich euch jetzt auch nicht gezeigt habe, ist, dass ich hier in der Mitte diesen Glitzerstein gemacht habe. Und hier habe ich es einfach so gelassen. Also das ist einfach Geschmackssache, was einem besser gefällt. Das schauen wir dann am Schluss, wie die Verpackung ausschaut, ob noch ein bisschen Glitzi drauf muss oder nicht. Und dann richten wir uns da nach dem. Und ich mache es jetzt auch nur mit einer Blüte. Ich finde das ganz schön mit diesem Hintergrund und mit nur einer Blüte. Deswegen stempel ich mir zuerst mal das Danke auf in Mellowrot. Und die Blüte mache ich dann ein bisschen weiter nach oben. Ich nehme mir mal nochmal schnell meine Box. Wo ist sie? Hier. Und richte mir das so ein bisschen an, wie ich das nachher gerne hätte. Hier unten kommt das Fähnchen hin, damit ich so ungefähr weiß, wo ich die Blätter hin stempeln möchte. Und die sind ein grüner Apfel. Und da mache ich es auch so, dass ich mir das einmal auf einem Schmierpapier vorher mal abstempel, dass es nicht ganz so farbintensiv ist. So nach oben einmal. Und einmal noch so nach unten. Ja, so finde ich es eigentlich ganz schön. Dann nehme ich hier nochmal das Abreißklebeband und klebe meinen Streifen ein bisschen an. Nur so kurz, also gar nicht komplett. Der verschwindet ja danach unter diesem Etikett und klebt mir den hier oben schön hin. Und den Klebestreifen, den sieht man dann nachher gar nicht mehr. Dann kommen die Dimensionals. Da mache ich mir einfach zwei, oder? Die Klebefolie unten reingeklebt, so. Zwei unter mein Etikett. Und unter meine Blüte mache ich auch noch eins. Und dieses Element, das klebe ich mir mit einem Mini-Klebepunkt nochmal auf. Den ich mir einfach so ein bisschen zusammenroll. Also ich klebe mir zuerst mein Etikett auf. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich mein Etikett. Oh, ich habe jetzt irgendwie Wortfindungsstörungen. Das liegt wahrscheinlich an der Hitze. Dann klebe ich mir mein Blätterelement einfach in den Hintergrund und lasse das hier oben einmal so überstehen. Dann sieht das noch ein bisschen schöner aus, finde ich. Also, ich finde es so schon sehr schön. Okay, dann kommt die Blüte drauf. Und bevor ich die Blüte aufklebe, habe ich mir noch mit dem
Metallic Flair Silber mit diesem Silberband einfach ein Stückchen runtergeschnitten. Und das wickele ich mir jetzt ein paar Mal um die Finger. Ihr kennt das schon, das mache ich ziemlich oft. Und klebe mir das Ganze dann auch nochmal auf den Klebepunkt und kann mir das dann, wobei das brauche ich gar nicht, ich nehme mir das einfach so, dass mir das so von der Form her ganz gut gefällt und klebe mir das dann hinten drauf auf meine Blüte. Ich habe mir da jetzt ein bisschen zu wenig abgeschnitten, glaube ich. So. So ist es super. Und kann mir das dann hier noch so drüber kleben. Und jetzt, finde ich, sieht es wirklich total cool aus. Noch ein bisschen Glitzy hin und schon ist unsere Verpackung mit Füllung verschenkt bereit. Irgendwie habe ich euch, glaube ich, ein bisschen verruckelt, oder? Kann das sein? Entschuldigung, ich bin wahrscheinlich irgendwo hingekommen. Ich habe es nicht gemerkt. Also, dann holen wir uns noch ein paar Glitzersteine. Und glitzern hier noch ein bisschen hin. Upsala. Also ich bin ja eigentlich total froh, dass ich im Keller bin, weil hier unten ist es nicht ganz so heiß, aber ich glaube, ich merke die Hitze trotzdem. Okay, also ich lasse es jetzt mal so, dann habt ihr noch den Vergleich, ob ihr diesen großen Glitzerstein nochmal reinmachen möchtet. Der heißt Facettierte Glitzersteine in Transparent, die gibt es auch in Gold. Kann ich euch beide mal zeigen, kann man natürlich jetzt auch in Gold verwenden. Aber ich finde, mit den silbernen Glitzersteinen macht sich das in Silber auch ganz gut. Ich glaube, ich mache ihn auch hin. Ich finde ihn wirklich schön. Da gibt es auch verschiedene Größen, das ist ganz praktisch. Und die sind auch selbstklebend. Und passen jetzt hier ganz schön in die Mitte rein. Also, ich finde sie toll. Hier ist noch die andere Variante. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zum Zuschauen. Ah, ich habe hier noch ganz was vergessen, aber ich finde, das braucht man gar nicht. Also ich habe hier noch ein Schleifchen mit Leinfaden hingemacht, aber das lasse ich jetzt hier weg. Ich finde, das schaut irgendwie trotzdem ganz gut aus ohne dem. Wahrscheinlich, weil das Danke so groß ist. Also ich mache jetzt kein Schleifchen hin, aber wer möchte, kann natürlich noch ein Schleifchen hinmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich finde die Box wunderschön und ich freue mich total, dass ich die da bekommen habe beim Onstage und dass ich jetzt endlich gecheckt habe, wie man die nachbastelt. Also ich habe da schon ein bisschen rumgetüftelt, aber eigentlich ist es gar nicht schwer, ihr habt es ja gesehen. Mit ein bisschen Übung klappt das ohne Problem und mit einer Anleitung hoffe ich auch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt diese Glocke und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.